Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Im Laufe des Monats fließt viel kosmische Energie in euer Partnerhaus. Das ist besonders schön für Waage-Singles, die jemanden kennenlernen möchten. Leider bildet die Venus auch ein paar stressige Aspekte. Wie ihr damit umgehen könnt, dazu gleich mehr. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, bin ich natürlich gerne für euch da. Schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und auch direkt buchen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Diesen Monat möchte ich nochmal eins meiner Jahreshoroskopbücher verlosen, denn jetzt mit dem Frühlingsanfang beginnt ja das astrologische Jahr erst so richtig. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März weiterhin für euch gilt, habe ich im ersten Teil des Jahreshoroskops ausführlich gedeutet und den könnt ihr natürlich auch im Buch nachschlagen. Da findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte auf ihre Sonne empfangen. Etwas weiter bewegt haben sich diese Aspekte für euch. Saturn zeigt familiäre Herausforderungen für die Geburtstagskinder vom 30. September bis 3. Oktober. Unruhestifter Uranus konfrontiert die Geburtstagskinder vom 18. bis 22. Oktober mit Begegnungen, die ihr Leben verändern können. Die Lilith zeigt Querelen mit weiblichen Figuren in der Familie oder eurer häuslichen Umgebung für die Geburtstagskinder vom 5. bis 10. Oktober. Jetzt wollen wir uns eure aktuellen Konstellationen anschauen. Die Sonne, die Venus und der Merkur stehen in den Fischen weiterhin in eurem sechsten Sonnenhaus. Jetzt könnt ihr eure Arbeit und euren Job so richtig genießen und seid im guten Kontakt mit euren Kollegen. Vielleicht bahnt sich da sogar eine Romanze im Job an oder ihr habt ein Auge auf einen netten Arzt geworfen. Wir haben dann gleich einen Vollmond in der Nacht zum 2. März für euch auf der Heilerachse. Und das ist eine gute Gelegenheit für euch zu erkennen, wie ihr ein gesundheitliches Problem auskurieren könnt oder wie ihr in einer Jobsituation helfen könnt, für mehr Toleranz und Achtsamkeit zu sorgen. Und falls ihr in dieser Nacht nicht schlafen könnt, der Vollmond ist ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, und dann am Freitag müde zur Arbeit kommt, dann haben die Kollegen bestimmt Verständnis dafür. Ab dem 6. März ändert sich die kosmische Energie spürbar. Zuerst geht der Merkur ins Zeichen Widder und dann am 7. März die Venus. Und beide Planeten bleiben dort für den Rest des Monats und später gesellt sich auch die Sonne dazu. Das ist erstmal eine gute Nachricht, denn dadurch wird viel kosmische Energie in euer Partnerhaus gelenkt. Und das heißt, Begegnungen und Partnerschaftsthemen haben für euch Priorität. Und das ist ja sowieso das wichtigste Thema für die Waage. Der 8. und 9. März sind dann zwei Top-Tage für die Waagen. Die Sterne stehen dann gut für Liebesgeflüster und Internet-Dating und ihr dürft mit einer süßen Liebesnachricht rechnen. Ab dem 11. März wird eure persönliche Planetengöttin, die Venus, für den Rest des Monats stressige Aspekte bilden. Nämlich erst zu Saturn und dann zu Pluto und zu Lilith. Und die stehen ja sowieso schon alle in Spannung zu eurer Sonne. Es wird also im wahrsten Sinne des Wortes ein spannender Monat für euch. Leidenschaftliche Flirts und heiße Affären sind ebenso möglich wie leidenschaftliche Streitereien. Wer von euch als Psychologe, Coach oder Berater arbeitet und anderen Menschen bei der Konfliktlösung hilft, läuft wahrscheinlich in diesem Monat zur Hochform auf, denn die Klienten werden bei euch Schlange stehen und mit euch über ihre Beziehungsprobleme sprechen wollen. Auch für Singles können diese Konstellationen sehr interessant sein und inspirierende Begegnungen bringen. Wenn ihr zu den Waagen gehört, die unter starkem beruflichen oder familiären Druck stehen, dann habt ihr zeitweise das Gefühl, dass die ganze Sache euch über den Kopf wächst. Da gibt es nur eins: Nehmt euch Zeit zum Rückzug und zur Regeneration. Falls Ansprüche und Forderungen von Seiten eurer Familie kommen, müssen die Aufgaben eben fair verteilt werden. Steigert euch nicht in das Gefühl hinein, dass die gesamte Last auf euren Schultern liegt. Jeder kann dazu beitragen, dass das Zusammenleben läuft. Macht euch am besten zu Beginn des Monats schon mal Gedanken darüber, denn später wird der Mars den Druck noch erhöhen. Der Neumond am 17. März in den Fischen ist ein Neumond der Heilung und der Erkenntnis. Er fällt bei euch ins Sonnenhaus der Gesundheit und der Arbeit. Deswegen könnt ihr gut darüber meditieren, wie ihr Heilung für ein gesundheitliches oder auch mentales Problem finden könnt oder auch für eine Situation am Arbeitsplatz.
Denkt auch darüber nach, was ihr braucht, um in eurer Mitte zu bleiben. Das kann sehr wichtig für euch werden, denn am gleichen Tag wechselt der Mars später am Abend in den Steinbock und erhöht damit den Druck auf die Waagesonne. Dieser Aspekt kann durchaus eine Phase von beruflichen Erfolgen einläuten, aber die sind mit großen Anstrengungen und Kämpfen verbunden. Im vierten Sonnenhaus der Familie ist der Mars auch ein Hinweis darauf, dass Konflikte im häuslichen Bereich drohen. Ihr habt ja nun schon Saturn, Lilith und Pluto da stehen. Und wenn ihr euch schon seit längerem einsetzt und alles gebt, um die Bedürfnisse eurer Familie zu erfüllen oder eine häusliche Situation aufrechtzuerhalten, ohne dass man es euch angemessen dankt, dann kann die Energie von Mars dazu führen, dass euch dann mal der Kragen platzt und ihr einfach mal ausrastet. Das betrifft bis zum Monatsende erstmal die Geborenen der ersten Dekade und natürlich auch diejenigen, bei denen noch andere Planeten die Spannung von Mars empfangen. Am 20. März um 17.15 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Widder. Dann haben wir Frühlingsanfang. Für die nächsten 4 Wochen aktiviert die Sonne nun euer Partnerhaus und kitzelt die Frühlingsgefühle in euch wach. Am Anfang gibt es wahrscheinlich noch ein Auf und Ab der Gefühle, denn die Sonne bildet dann erstmal stressige Aspekte zum Mars und dann zum Saturn. Und das ist wieder ein Hinweis darauf, dass ihr euch in der Begegnung nicht so entfalten könnt, wie ihr wollt, weil Verpflichtungen und Forderungen aus dem häuslichen Bereich euch davon abhalten. Immerhin ist am 21. März ein Top-Tag für euch, zumindest für die zweite und dritte Dekade, um Spaß zu haben und nette Leute zu treffen. Am 23. wird der Merkur dann rückläufig, auch im Widder und bei euch im Partnerhaus. Dann kommt es zu Missverständnissen und Planänderungen und die Phase geht dann bis zum 15. April. Die kosmische Energie ist also wirklich nicht ganz einfach zu handeln. Da müsst ihr euch gut organisieren und auch einfach mal die Tür hinter euch zumachen und etwas für euch selbst unternehmen. Schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung nochmal an, da habe ich die Psychologie dieser Aspekte genau beschrieben. Für euch gilt ganz besonders, dass ihr im März keine übereilten Entscheidungen in der Liebe treffen solltet. Vor allem zum Monatsende hin, wenn sich hier die Venus mit Uranus trifft, mit dem Unruhestifter, und dann kann man dazu neigen, sich spontan trennen zu wollen. Gegen Ende des Monats gehen wir ja alle in die Osterferien und ihr müsst schauen, ob ihr euch von der Familie vereinnahmen lassen wollt oder vielleicht zu Ostern einfach mal verreist oder etwas anderes unternehmt, um zu euch selbst zu finden. Wenn ihr zu den Waagen gehört, die das Familienleben zurzeit sehr anstrengend empfinden, kann das wirklich ein guter Tipp sein, um Abstand zu gewinnen und hinterher auch gelassener wieder nach Hause zu kommen. Zumal wir im April viel entspanntere Aspekte haben. Zuerst müsst ihr aber noch den zweiten Vollmond des Monats überstehen. Der fällt auf den Ostersamstag am 31. März und bei euch auf die Beziehungsachse. Und der wirft nochmal ein Schlaglicht auf vorausgegangene Konflikte und kann eine Zuspitzung anzeigen. Macht für die Ostertage lieber nicht zu enge Pläne mit zu vielen Leuten, sondern lasst euch Freiraum für spontane Unternehmungen, die euch Spaß machen und euch auf andere Gedanken bringen. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal.
Einfach hier klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.